Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Projekt und ihr seht es schon, FIFA 16 und wir spielen Ultimate Team. Wir sehen ja schon, es gibt einen FC Freaks LP. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon zwei Folgen aufgenommen. In der ersten haben wir die Mannschaft erstellt und ein kleines Testspiel gemacht und ein paar Packs geöffnet. Ich gehe schon mal aufs Ultimate Team, da können wir das sehen, weil ich habe mir so ein paar Footpoints noch besorgt, das gab es in so einem Bundle mit dazu. Wir werden öfters mal ein paar Pack-Openings machen. Ich habe aber auf die erste Folge einen Copyright-Claim bekommen. Hab daraufhin die Folge gelöscht, auch von meinem PC. Hab mich dann bei EA erkundigt und ich weiß inzwischen, man darf die Spiele Let's Playen. Aber ich habe vorhin den Fehler gemacht, dass ich das Intro mit aufgenommen habe. Naja, gut. Und dann habe ich halt im Eifer des Gefechts diese Folge gelöscht. Und die zweite auch, weil ich dachte, man darf die Musik nicht abspielen. Und dem war halt auch nicht so. Ich glaube, man darf es. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Musik jetzt erstmal aus, damit diese Folge hundertprozentig für euch kommt. Wir gehen mal auf die Mannschaft. Ich habe jetzt schon irgendwie 8 Packs aufgemacht oder so. Ich hatte 2200 FIFA-Points. Wir haben schon eine kleine Mannschaft, hier sehen wir sie. Es war wirklich nur Mist dabei. Hier der Stürmer, hier, der war ganz gut. Ansonsten den Ter Stegen und den Bellarabi habe ich mir selber geholt im Transfer. Genauso wie den Gomez dort hinten rechts. Und der Rest war halt im Pack-Opening. Ja, und viel mehr, also wir haben nur ein bisschen die Mannschaft hier zurechtgebastelt. Die Chemie stimmt noch nicht ganz. Viel mehr ist noch nicht passiert tatsächlich. Und ich will heute mit euch online eine Online-Saison starten. Ich habe hier noch eine Einzelspieler. Genau, hier sehen wir das. 9 Punkte. Also ich habe da schon 3 Spiele gemacht. Das erste Spiel hatte ich noch mit einer Aufnahme, aber ich habe aus Versehen das erste Turnier genommen. Die waren so super easy. Da habe ich irgendwie 13:0 gewonnen oder so. Und deswegen will ich mit euch einfach nur online spielen. Und wir gucken einfach mal, was bei rauskommt. Partie spielen. Mit dieser Mannschaft. Die Chemie stimmt nicht. Und das ist halt sehr, sehr wichtig beim Ultimate Team. Dann generell die Frage, findet ihr das gut, wenn wir Ultimate Team spielen? Also, beziehungsweise findet ihr es gut, wenn ich da ab und zu ein paar Punkte kaufe, dass wir ein paar Pack-Openings machen? Das wäre halt so eine Sache. Transfers werde ich auch teilweise offline machen, wenn ich da einen guten Schnapper sehe oder so. Darüber werde ich euch dann aber halt aufklären. So, wir spielen gegen die dort drüben. Alles klar. Wir haben unsere Eintracht-Trikots, weil ich komme nun mal aus Braunschweig. Ich bin Eintracht-Braunschweig-Fan. Ich hoffe, wenn jetzt ein Hannoveraner oder dergleichen zuguckt, ist das in Ordnung für euch. So, der hat eine Teamstärke von 80. Oh, und guck mal, was er für Leute hat da. Der hat Lewandowski, der hat Costa und so weiter. Also der hat auf jeden Fall schon gut zugelangt. Kommentatoren sind aus, ich kommentiere das Spiel. Es wird in Zukunft dann natürlich auch irgendwie Matches geben. Ich habe den Shadow Wolf schon gefragt, der hat auf jeden Fall auch Bock, mit uns mal zusammen zu spielen, gegeneinander zu spielen. Und ich hoffe einfach mal, wir können jetzt unseren ersten Online-Sieg uns holen. Ich bin kein FIFA-Ober-Pro. Ich verstehe das Spiel. Das ist ganz gut auf jeden Fall. Ich kann hier und da kann ich mal einen Ball abfangen. Ich kann auch mal aufs Tor schießen. Ich spiele das letzten Endes mit euch. Also es ist immer schwierig, so ein FIFA-Let's Play, das sehe ich ein. Ich spiele das Spiel mit euch, um einfach noch besser zu werden, um meine Freunde auf dem heimischen Sofa abzuziehen. Und vielleicht hat der eine oder... Boah, das war aber schon hart am Limit. Aber der hat nicht mal Vorteil gegeben, der Schiri. Aber vielleicht kann ich ja trotzdem ein paar Erfolge feiern. Mal gucken. Ich sag ja, es ist immer ein bisschen schwierig, so ein FIFA-Let's Play. Finde ich persönlich selber. Und da habe ich den Knopf verwechselt, weil ich die Steuerung geändert habe. Juhu! Das hätte ein Tor werden können. Wenn wir jetzt verlieren, war es wieder meine Schuld. Aber generell ist es meine Schuld, weil ich spiele. Die Mannschaft, wie gesagt, wenn die Chemie nicht stimmt, die sind halt nicht so sonderlich gut. Ich habe halt auch schon viel FIFA, also 15 habe ich jetzt zuletzt gespielt, 16 noch gar nicht so. Da habe ich jetzt irgendwie diese 3, 4 Matches gehabt. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich bin eigentlich recht gut in der Verteidigung. Klar, es gibt bessere und ich gehe auch von aus, ihr könnt alle besser FIFA spielen als ich. Gar kein Problem. Kann ich mich auf jeden Fall mit arrangieren. Und weg, 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 weg. Ich stehe da ja zu, dass ich das nicht so gut kann, ne? Aber so ab und zu, wie das hier, das geht dann immer doch ganz gut. Also so ein bisschen was kann ich dann auch noch. Ah, da hat er mir den Ball abgelaufen. Wir waren im Konter. Das könnte jetzt fatal werden gegen Lewandowski. Und Lewandowski ist durch, Lewandowski ist durch. Da kommt der Querpass. Nein, er schießt an die Latte. Die Latte rettet, sehr gut. Also wenn wir hier ein Remis holen, ist mir das auch recht. Naja, mal gucken, was noch so geht. So. Ja, er ist halt mit so einem Schürrle ist er dann doch stärker als meine Unbekannten hier. Wir müssen halt noch viel in die Mannschaft investieren.
viele Transfers machen. Ich will halt, wie gesagt, gerne eine Bundesliga-Mannschaft zusammenfügen. Aber wichtig ist, dass wir halt online spielen, mit euch zusammen. Also wenn ihr Bock habt, gegen mich zu spielen, mit mir zu spielen, gar kein Problem, machen wir auch sehr, sehr gerne. Ich flank das Ding einfach mal weg und guck mal, was passiert. Ah, es ist wieder Lewandowski. Okay, Torwart, sehr gut. Ter Stegen, ein sehr guter Torwart, günstig zu erhalten in FIFA tatsächlich. Oh, der kommt sogar an. Einfach mal schießen, in der Hoffnung, irgendwas passiert hier. Sehr gut. Das war doch schon mal ein schöner Abschluss. Ihr seht, ein bisschen kann ich's, ne? Also man darf auch nicht vergessen, hier stelle ich ganz gerne den Torwart zu, dass der Gegner tatsächlich eine stärkere Mannschaft hat. Aber das hat ja immer nicht viel zu heißen in FIFA, ne? Also ich finde, ein bisschen Glück gehört auch immer noch mit dazu. Können wir uns da durchsetzen? Nein, und er wird durchlaufen. Er wird durchlaufen. Er hat den Platz. Aber es bringt ihm nichts. Okay, wir machen die gute alte Bayern-Taktik. Erstmal hintenrum spielen, ein bisschen Ruhe ins Spiel reinbringen. Na, das war aber... Ey, das war ein Foul. Naja, gut. Okay, da setzt er jetzt natürlich auf die Stärke seiner Mannschaft. Nein, was war das denn? Da setzt er jetzt natürlich auf die Stärke seiner Mannschaft. Aber der Abschluss, der war nicht gut. Der war nicht gut. Ansonsten ist es wichtig... Ja, dass wir Spaß haben mit dem Projekt. Wie gesagt, wenn ihr da wisst, ob man die Musik spielen darf, leise oder sonstiges, dann sagt mir Bescheid. Also wie gesagt, ich habe da bei EA so eine Anfrage gemacht und da steht dann halt einfach, generell dürfen sie alle EA-Dinger teilen, Videos und dergleichen. Aber bitte doch darauf achten, manche Sachen sind halt doch noch geschützt. Ja, geile Flanke. Das lief ganz gut. Ich muss mich auch mal ein bisschen reinfinden. Jetzt habe ich gerade eben... Das ist mein erstes Match heute. Generell, also ich bin echt gespannt, wie viele von euch Fußball bzw. FIFA begeistert sind. Ob das Ding denn Aufrufe generiert. Und auch so, dass ihr das wirklich bis zum Ende guckt. Ich hoffe, ich baue hier so ein bisschen Spannung auf. Ich musste halt auch ein bisschen mit dem Ton rumspielen. Das ist auch ganz gut, dass die erste Folge gelöscht wurde, weil... okay, er schießt einfach mal. Aber so ein Ter Stegen, den kann man halt nicht unbedingt austricksen. Weil der Ton in der ersten Folge war halt doch sehr, sehr bescheiden, muss ich ja ehrlich sagen. So, ich hoffe, wir können diese Ecke abwehren. Ausgeführt von Chananulu. Okay, das war richtig dumm. Oh, da ist er drin. Abseits! Oh, wir haben Glück gehabt, wir haben Glück gehabt. Robert Lewandowski war im Abseits. Wir können natürlich auch auf Dauer ein bisschen rumspielen mit den Trikots. Das muss jetzt nicht immer nur Eintracht Braunschweig sein. Wobei das, wie gesagt, mein Lieblingsverein ist. So, jetzt vielleicht mal über außen. Lauf weiter, lauf weiter, lauf weiter. Ja, 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 genau so. Immerhin eine Ecke, immerhin eine Ecke. Damit, also wenn das Tor fällt, dann glaube ich über eine Ecke. Ich habe da tatsächlich schon welche reingemacht, zumindest in 15. Ich stelle mal den Torwart zu und dann mache ich so 2,5 Striche und dann steht da einer und... Ah, da wollte ich gerade schießen. Ja, wir gucken mal. Also ich denke mal, das Tor wird halt früher oder später vom Gegner fallen. Der hat deutlich die besseren Angriffe. Und hier läuft er mir jetzt davon. Tricks ein bisschen. War vielleicht einmal zu viel? Jawohl. Sehr gut. In den Lauf gespielt. Okay, diesmal hat es nicht geklappt. Und er spielt mit dem Torwart. Und schnell weg mit dem Ball. So kennt man es. Besser ist. Ja, in dem ersten Spiel, was halt, wo ich halt so überpowered war, war es tatsächlich auch so, dass ich mit dem Torwart dann auch nochmal ein Tor gemacht habe. Ter Stegen, sehr gut. Wir brauchen halt die Chemie in der Mannschaft. Das bringt so viele Vorteile. Man ist einfach schneller und so weiter und so fort. Oh, kann er durchkommen? Nein, er holt seinen Torwart raus. Wenn man jetzt die guten Schützen hätte, könnte man tatsächlich von hier hinten auch schon anfangen zu schießen. Da wollte ich nicht drin spielen. Das war der Fehlpass. Doch, wir können den Ball uns wieder behaupten. Ah, also ihr seht das. Gerade auch, das ist ein Teil der Chemie. Die Fehlpässe. Ne, wenn die Chemie stimmt, dann sind die Pässe besser. Weil wir haben jetzt halt rote Linien. Das bedeutet, die Leute können nicht miteinander kommunizieren, weil sie zum Beispiel eine andere Sprache sprechen. Okay, wir stoßen jetzt erstmal an.
Ich stelle mal das Spiel ein bisschen offensiver. Könnte ein Fehler sein. Aber dafür habe ich auch vorne halt meine Leute. Ah, schade. Ja, dafür fehlt halt einfach der Skill, ne? Dafür fehlt einfach der Skill. Aber so ein Tor wäre natürlich astrein, ne? Das wäre natürlich was Schönes. So, früher oder später wird er nach links ziehen. Einmal. Nein, er rennt durch. Guck an. Und da habe ich nicht aufgepasst. Und weg. Sehr gut. Ich habe auch immer das Problem, ich passe den immer raus und dann passieren halt blöde Situationen. Aber ich möchte das Spiel schön aufbauen und so eine Flanke, die hindert einem dann doch immer am Ballbesitz. Oh, der ist echt stark im Zweikampf. Das ist unser großes Problem. Er hat halt die Talente in der Mannschaft, ne? Aber da wollen wir auch noch hin, da wollen wir auch noch hin. Also wenn ich erstmal eine halbwegs gute Mannschaft habe, sieht das, denke ich, schon wieder ganz anders aus. Ich setze halt auf schnelle Spieler, deswegen habe ich mir auch schnell Bellarabi geholt. Als ersten mit, damit wir rechts außen einen schnellen Mann haben. Also wenn wir hier verlieren, geht das auf jeden Fall klar, das ist verdient dann. Der Gegner ist was war das denn, abseits? Ich habe gefoult? Okay, das ist mir auf jeden Fall nicht bewusst gewesen. Schade. Und lass ihn ausgehen, lass ihn ausgehen. Wusst, er hat ihn noch. Ter, jawoll. Komm, spiel ihn an. Ja, sehr gut. Ihr seht, also so ein bisschen, die Mannschaft muss sich halt noch, muss noch zueinander finden. Ja, sowas hier. Diese Fehlpässe dürfen nicht sein, denn sonst passiert sowas. Und sowas. Ich sag ja, ich bin ein Bollwerk in der Verteidigung. Nee, das klappt echt ganz gut. Also man braucht da schon 3, 4, 5, 6, 7 Anläufe, um bei mir ein Tor zu machen. Und jetzt aber. Setz dich durch. Schade. Aber die Ansätze sind vorhanden und das freut mich. Ich bin auch sehr froh darüber, dass das erste Online-Match mit euch zusammen gar nicht mal so scheiße ist. Bisher zumindest nicht. Kann natürlich sein, dass der nochmal... Oh. Das war ein Foul, das sehe ich ein. Kann natürlich sein, dass er jetzt immer 3, 4 Tore macht. Wir hoffen es natürlich nicht. Ich habe mir jetzt auch gar nicht den Namen gemerkt, als dass ich sagen könnte zum Schluss, ja, gegen den und den Verein haben wir so und so gespielt. Müssen wir dann nachgucken. Okay, er steht recht gut. Wir müssen mal die Seite wechseln. Natürlich normalerweise nicht mit so laschen Pässen. Schade. Aber wir haben den Freistoß. Das ist schon mal ganz gut. Das bringt uns auf jeden Fall ein Stückchen weiter nach vorne. Erstmal. Sehr gut. Oh, kämpfen. Und da schießt er. Der war noch drin. Also ab und zu muss man dann denken, dass man dann halt tatsächlich einen anderen Knopf drückt, um den Schuss abzubrechen. Das ist ja das gute alte FIFA-Problem. Ich war nicht immer FIFA-Fan. Ich habe früher, also erstmals habe ich immer eigentlich Pro Evolution Soccer gespielt. Aber es ist halt doch schöner mit FIFA, mit den ganzen Lizenzen und dergleichen. Schade. Diese Fehlpassquote, die stört mich halt noch so ein bisschen. Torwart. Jawohl. Ganz... Ey! Ja. Das gibt den Freistoß und die gelbe Karte für Lewandowski. Sehen wir hier die erste gelbe Karte des Spiels? Nee, tatsächlich nicht, okay. Nee, ich glaube, das würde dann oben auch angezeigt werden. Okay, wir machen einen Abstoß. Er will uns hier vorne gleich abfangen. Nicht mit mir. Nicht heute, nicht in diesem Spiel. Also den einen oder anderen guten Spieler haben wir tatsächlich dabei, ne? Also hier, wenn wir so diese Kopfballstärken mal mitnehmen beispielsweise. Ja, die Fehlpässe. Das ist halt das Problem, wenn die Chemie nicht stimmt. Vielleicht spiele ich aber auch total scheiße, ne? Das könnt ihr auch gerne kommentieren. Ich bin auch immer für Tipps offen, wenn ihr zum Beispiel einen guten Transfer kennt. Ein günstiger Spieler, der halt stark ist oder sowas. Immer rein in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin auch gewillt, gegen euch zu kämpfen. Mit euch zu kämpfen. Oh, schön dazwischen geworfen. Zur Ecke geklärt. Also 0-0 wäre hier das beste Ergebnis für mich tatsächlich. Oh, doch nicht zur Ecke geklärt. Okay. Schade. Wenn diese Fehlpässe nicht wären, ne? Da wäre schon die ein oder andere gefährlichere Situation entstanden. Er weiß nicht, wohin. Nutzt es doch.
Also er versucht immer wieder auf Lewandowski zu spielen. Das kann natürlich auch ein großer Fehler sein, wenn man sich immer auf einen Spieler fixiert, muss man tatsächlich sagen. Weil, ja, dann lässt man halt Chancen aus, was halt immer nicht so geil ist. Okay, da kommen wir nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr ran, der ist durch. Und ihr seht, ich passe den wieder raus. Fällt auch nicht immer so geschickt, ich weiß. Und er will das Ding mit Lewandowski unbedingt machen. Ich weiß nicht, warum. Also klar, er ist stark. Schade. So ein Pass muss halt mal durchkommen. Dann sieht das alles schon wieder besser aus, ne? Aber dafür fehlen uns halt noch die Spieler und das sind wir hier gerade am Aufbauen, hoffe ich zumindest. Schön war sein Laufweg gerade. Also er hat halt gesehen, wo ich hinspielen will. Und das ist super. Okay, für uns, denke ich, ja. Die Uhr läuft unerbittlich. Also er beißt sich hier am FC Freaks LP ein bisschen die Zähne aus. Die Jungs stehen einfach in der Verteidigung. Ich will jetzt nicht faulen, das wäre eine undenkbar schlechte Position. Er versucht es taktisch zu machen. Doch, wir haben Costa gelegt. Ah, ich habe einfach gehofft, dass er den jetzt nicht so richtig unter Kontrolle kriegt. Hat er ja auch im Prinzip nicht. Okay, da hat er ein bisschen geschubst. Da war der Körpereinsatz deutlich besser als der von uns. Schade. Er läuft uns halt jeden Ball auch ab, ne? Ich denke mal, seine Chemie wird ganz gut sein mit den ganzen Deutschen im Team. Ja, Ter Stegen. War ein wichtiger Einkauf. Ihr wart leider nicht mit dabei, aber ich habe es euch ja gesagt, dass ich den gekauft habe. Abpfiff! Wir haben den Punkt geholt. Immerhin. Erstes Match. Ich denke, damit kann man leben, oder? Und wie gesagt, diese Chemie ist so wichtig im Ultimate Team. Ich habe es halt schon auf 15 gerne gespielt. Wir hatten jetzt die erste Partie gegen... Wie heißen die Jungs denn? Pias GKS. Und guckt euch das an. Also da sind echt Top-Spieler auf dem Spielfeld. Wir haben ein bisschen Kohle gemacht. Das bedeutet mehr Transfers. Und dergleichen. Und wir haben einen Punkt in der Online-Season bekommen. Wir haben noch 9 verbleibende Spiele. Wenn wir jedes Mal ein Unentschieden holen, sind wir durch. Also es bleibt spannend. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Projekt. Ich freue mich auf euer Feedback. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei FIFA Ultimate Team. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.